Den klassischen Ingenieur, so wie wir ihn aus der Vergangenheit kennen, wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Mit Industrie 4.0 zieht das Internet in die Produktion ein. Wir produzieren in Echtzeit bei Losgröße 1. Das bedeutet, die Komplexität steigert sich und die Schnelligkeit erhöht sich. Demzufolge müssen die Ingenieure von morgen auch interdisziplinär zusammenarbeiten, heißt fachübergreifend mit anderen Disziplinen wie mit der IT, mit den Wirtschaftsleuten und auch mit Entwicklern entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Auch das wird eine große Herausforderung für den Ingenieur der Zukunft sein.